Hallo und herzlich willkommen zu RTL West. Heute nicht aus dem Studio, heute aus Düsseldorf. Passend zur Adventszeit mit unserem großen Weihnachtsinterview mit Ministerpräsidenten. Ich begrüße ganz herzlich bei uns den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Herr Wüst, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, schön hier zu sein. Ja, sagen Sie das nicht so früh, es regnet. Ja, das stimmt, aber wir haben einen Schirm. Ja, und wir sind hier auf wohl einem der schönsten Weihnachtsmärkte in Düsseldorf. Hier direkt am Rathaus gibt es kurz vor Heiligabend alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Eine Mischung aus Budenzauber, Unterhaltung und Besinnlichkeit. Und wer Hunger und Durst hat, bekommt hier das klassische Weihnachtsmarkt-Dreigang-Menü. Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln. Weihnachtsstimmung vom Feinsten, auch wenn es regnet. Wer noch auf der Suche ist nach einem Last-Minute-Geschenk, hier findet wohl jeder genau das Richtige. Herr Wüst, die wohl wichtigste Frage in dieser Zeit, haben Sie schon alle Geschenke? Ich habe vor allen Dingen eins für meine Frau und die hat sich ehrlich gesagt um alles andere gekümmert. Das heißt, Sie haben für Ihre Frau ein Geschenk gekauft und alle anderen sind abhängig von Ihrer Frau? So ist es. Also das Wohl unseres Landes hängt an Ihrer Frau? Naja, das Wohl all derer, die in der Familie Geschenke kriegen, ja. Wir sind hier auf diesem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Waren Sie schon auf dem Weihnachtsmarkt oder ist es heute Abend Premiere hier mit uns? Ich hatte schon feste Pläne, aber ehrlich gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich dazu komme. Wie feiern Sie denn Weihnachten? Ist es stressig bei Ihnen? Nee, ganz im Gegenteil. Einmal nicht stressig, einmal mit Familie. Unsere Kleine ist jetzt 2,5 in dem Alter, wo sie so langsam versteht, was los ist, dass das Christuskind Geburtstag hat. Das ist, glaube ich, das Schönste dieses Jahr, Weihnachten zu sehen, wie sie das alles so aufnimmt. Also das ganze Jahr war ja, 2023 war ja sehr stressig auch. Was war denn so die größte Kraftanstrengung, vor der Sie standen? Naja, wir haben alle kein besonders leichtes Jahr gehabt. Wir sind gestartet noch in der Ungewissheit, ob die Gasversorgung reicht über den Winter, mit dem dieses Jahr begonnen ist. Dann die Inflation, alles ist teurer geworden. Das hat viele Menschen sehr belastet, auch politisch manche Herausforderungen mit sich gebracht. Zinsen sind stark gestiegen, alles, was damit zu tun hat, die Wirtschaft ist belastet. Also das alles, was an Folgen von dem Krieg in der Ukraine war, war, glaube ich, für uns alle, auch für die Politik, die größte Herausforderung. Der 7. Oktober, der Terrorangriff der Hamas auf Israel, besonders belastend. Auch manches, was wir danach hier in Nordrhein-Westfalen gesehen haben an Demonstrationen. Also das Jahr war nicht ohne Herausforderungen. Das Jahr war nicht ohne Herausforderungen. Nordrhein-Westfalen 2023, Inflation, die Wirtschaft schwächelt, Krieg in Israel und weiter in der Ukraine, jede Menge Flüchtlinge. Nordrhein-Westfalen war und ist das wirtschaftliche Herz der Bundesrepublik Deutschland, doch das Herz gerät langsam aus dem Tritt. Vor welchen Herausforderungen Nordrhein-Westfalen 2023 stand, das zeigt Ihnen jetzt meine Kollegin Saskia Gäbel. 2023, ein Jahr wie eine einzige Krise. Und NRW mittendrin. Die Industrie ächzt unter steigenden Produktionskosten. In Duisburg demonstrieren Mitarbeiter der Metall- und Chemiebranche. Ich habe das schon erlebt. Ich war früher auf der Zeche und dass der Laden dazu gemacht hat, und das möchte ich noch mal erleben. Ich bin bei den deutschen Edelstahlwerken in Witten und wir müssen auch viele Leute entlassen. Und da macht man sich natürlich schon Sorgen, ob man, wie lange es die Firma noch gibt. Ich bin selber Auszubildender im zweiten Lehrjahr momentan. Und mir ist es einfach wichtig, dass meine Zukunft sicher ist. Klare Kante für den Industriestandort. 10.000 Beschäftigte kämpfen für den Standort Deutschland und für ihre Jobs. Strom ist knapp, die Preise hoch. Wir müssen den Strom in Deutschland billiger kriegen, für alle. Und in der Zwischenzeit, deswegen nennen wir es ja Brücke, brauchen wir Luft, damit wir die Investitionen in die Transformation, in grüne Energie, in Wasserstoff, all das, was als Ideen da ist, auch passiert. Die Beschäftigten hier wollen, dass die Ampel die Strompreise deckelt. Für die energieintensive Industrie auf 5 Cent pro Kilowattstunde. Sonst droht Deutschland die Deindustrialisierung. Und auch viele Kommunen schlagen Alarm. Sie wissen nicht mehr, wie sie die vielen Flüchtlinge unterbringen sollen. Ihnen fehlt Platz und Geld. Wir müssen ständig überlegen, wo können wir denn noch ein Bett dazustellen? Und wir kriegen natürlich so schnell auch keine neuen Unterkünfte geschaffen. Uns fehlen politische Beschlüsse, Grundstücke, Geld, Zeit. Beim Flüchtlingsgipfel im November fordern die Länder deshalb mehr Geld vom Bund. 10.500 Euro pro Flüchtling und Jahr. Geeinigt haben sich die Politiker auf 7.500. Das deckt die Kosten von Ländern und Kommunen nicht annähernd ab. Wir gehen davon aus, dass wir für die Unterbringung und auch Integrationsarbeit für einen Menschen, der zu uns kommt, rund 20.000 Euro im Jahr brauchen.
Bei einer Sache sind sich aber alle einig. Die Zahl der Flüchtlinge muss gesenkt werden. Durch schnellere Asylverfahren und Abschiebungen. Auch im Gespräch kein Geld für Flüchtlinge. Stattdessen Bezahlkarten. Außerdem sollen Asylverfahren künftig außerhalb Europas stattfinden. Am 7. Oktober greift die radikal-islamische Hamas Israel an. Das Ziel, möglichst viele Zivilisten zu töten. Es herrscht Krieg in Nahost und der wird auch auf die Straßen NRWs getragen. Ich möchte nicht, dass Menschen jüdischen Glaubens in diesem Land Angst haben. Gerade in dieser Zeit müssen auch wir versuchen, ein sicherer Ort zu sein. Immer wieder kommt es bei pro-palästinensischen Kundgebungen zu Ausschreitungen, Israel-Hass und Antisemitismus. Weniger als 3 Wochen nach Kriegsbeginn gab es in NRW rund 100 Straftaten im Zusammenhang mit dem Konflikt, der auch 2024 NRW weiter vor Probleme stellt. Herr Wüst, wir haben es gerade gesehen, innere Sicherheit, bröckelnde Infrastruktur. Das Land Nordrhein-Westfalen steht vor großen Herausforderungen. Wie wollen Sie es denn schaffen, den Menschen auch wieder ein positives Gefühl zu geben, zu sagen, ja, wir kriegen das alles wieder in den Griff? Denn das hat ja Nordrhein-Westfalen immer wieder geschafft, alles zum Besten zu wenden. Ja, und wie haben wir das geschafft? Und das weiß, glaube ich, keiner besser als die Menschen in Nordrhein-Westfalen durch Arbeit. Uns ist nichts in den Schoß gefallen. Und mir macht Sorge, dass wir manchmal so eine Stimmung haben, ach komm, ein bisschen weniger arbeiten, lohnt sich Arbeit überhaupt noch? Wir brauchen Wertschätzung für Arbeit, weil wir nur über Arbeit erfolgreich sein können. Und das weiß keiner besser als die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Es wird keine Problemlösung geben ohne Arbeit, ohne Innovation, ohne neue Lösungen, für die man auch offen sein muss. Die Politik muss sich auch manchmal ein bisschen zurücknehmen, den Leuten mehr Freiheit geben, mehr Freiraum geben, ein bisschen weniger Bevormundung, mehr Vertrauen. Also wir wissen eigentlich, was das Rezept ist, so ist Deutschland groß geworden und so müssen wir auch aus dieser Krise rauskommen. Sie haben gerade gesagt, den Leuten ein bisschen mehr Freiheit geben, aber gerade bei Ihrem Lieblingsprojekt oder bei einem Lieblingsprojekt der Politik generell, der CO2-Vermeidung und dem Klimaschutz, da gibt es ja ganz, ganz viele Vorgaben. Übertreiben Sie es da vielleicht manchmal ein bisschen mit dem Klimaschutz? Na, ich glaube, der Klimaschutz ist schon eine wichtige Sache. Allein in Nordrhein-Westfalen sind im Sommer 21 bei der schlimmen Flutkatastrophe 49 Menschen gestorben, Milliardenwerte vernichtet worden, Heimat vernichtet, Ortschaften verwüstet. Da sagen wir auch viele, das war nicht Klima, das war Wetter. Gab es vor 100 Jahren, gab es vor 200 Jahren, gab es regelmäßig. In der massiven Art, so oft hintereinander, werden Sie keinen finden, der das so sieht. Also wir haben das schon eine Aufgabe zu machen und die nehmen wir auch ernst. Der Ausbau der Erneuerbaren geht voran. Wir beteiligen jetzt die Menschen. Das ist, glaube ich, wichtig für Akzeptanz, dass die Menschen mitmachen. Man kann bestimmte Dinge nicht erzwingen. Was die Ampel gemacht hat mit dem Heizungsgesetz, war ein großer Fehler, den Leuten vorschreiben zu wollen, innerhalb kurzer Zeit eine Lebensinvestition vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wie oft kauft man eine neue Heizung? Wie oft organisiert man das Heizen, die Wärmeversorgung seines Hauses neu? Das war ein Fehler. Also man muss die Leute schon mitnehmen dabei. Aber Sie haben es ja gerade gesagt, Sie wollen den Menschen auch ein bisschen mehr Freiheiten lassen. Können Sie verstehen, Sie haben es gerade auch noch mal gesagt. Klimaschutz ist eine Aufgabe, sicher, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es gibt ja viele andere, beispielsweise Sicherung von Arbeitsplätzen, die Sicherung von Wohlstand. Ich glaube auch, dass das nicht funktionieren wird, weltweiten Klimaschutz hinzukriegen, wenn wir unseren Wohlstand verlieren. Wir müssen zeigen, als entwickeltes Industrieland, dass wir wirtschaftlich stark bleiben, dass wir sozial bleiben, dass wir als demokratische Gesellschaft zusammenbleiben und Klimaschutz hinkriegen. Nur Klimaschutz und gleichzeitig den Wohlstand verlieren, dann macht uns das auf der Welt garantiert keiner nach. Klimaschutz ist ja eigentlich ein grünes Thema. Sie gelten ja als der grüne Schwarze und Ihre Koalition läuft ja auch weitestgehend geräuschlos. Was ist denn das Rezept, dass es hier in Nordrhein-Westfalen zwischen Schwarz und Grün klappt? Na, die Grünen sind die Grünen und ich bin Schwarzer. Damit fängt es mal an, dass man akzeptiert, oder ein grüner Schwarzer. Ich bin Schwarzer, dass die unterschiedlichen Positionen da sind. Und die darf man auch nicht wegschwurbeln. Und dann muss man sie aufmachen, alle Kraft investieren, gute Ergebnisse fürs Land hinzukriegen. Nicht irgendwelche Formelkompromisse, die auf Papier funktionieren, aber in der Realität nicht. Da stecken wir unsere Arbeit rein und das wird uns auch nicht geschenkt. Politik ist einfach manchmal auch harte, ehrliche Arbeit. Aber was wir nicht machen, ist unsere Energie verschwenden in Streitereien, öffentliche Streitereien. Da hätten die Journalisten vielleicht Freude dran. Aber die Menschen im Land nicht. Das sieht man in Berlin und genau so wollen wir es nicht machen. Ja, weil der CO2-Preis pro Tonne wurde ja für die Industrie gerade verdoppelt und soll weiter steigen. Und auch der Preis, der jetzt für Diesel und für Benzin und für das Heizen zu Hause abgegeben wird, der CO2-Preis, steigt ja auch von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Warum machen Sie denn das Leben oder warum macht die Politik das Leben der normalen Menschen immer teurer? Das Problem an den Beschlüssen aus Berlin, die Sie da gerade ansprechen, ist, dass die Leute sich noch nicht darauf einstellen.
Wir konnten alles aus der Not geboren, alles über Nacht, schlecht erklärt. So kann man die Leute nicht mitnehmen. So werden wir Klimaschutz auch nicht schaffen, wenn die Leute alle frustriert sind und das Gefühl haben, sich das nicht leisten zu können. CO2-Bepreisung an sich ist richtig, ist besser als diese ganze Verbieteritis, Förderprogramme hier, Verbote da. Das funktioniert nicht gut. Bepreisung ist schon das richtige Instrument, aber man muss den Leuten die Möglichkeit geben, auch anzupassen. Der normale Mensch kauft alle 8, 9, 10 Jahre vielleicht ein neues Auto. Das ist der Schnitt ist so 10 Jahre, ein neues Auto. Da muss man sich darauf einstellen können, dass der nächste dann ein elektrisches Auto ist. Auch die Frage der Heizung habe ich eben schon. Ja, aber elektrisches Auto, da wurde die Förderung jetzt gerade beendet, in der Nacht- und Nebelaktion. So kann man es nicht machen. Da muss man Planungssicherheit gewährleisten. Aber von einem Grün. Ja, da müssen Sie aber die Bundesregierung fragen, warum die so chaotisch arbeiten, dass man das nicht besser hinkriegt. Ich kann das nicht richtig finden, dass man sparsam sein muss, ist richtig und wichtig. Wir sind auch sparsam im Haushalt, Steuereinnahmen sind auch nicht mehr so proper. Aber die Leute so vor den Kopf zu stoßen, freitags ankündigen, Samstag ist vorbei. Ich glaube, so darf man ein Land nicht führen in einer Krise, wo viele Leute eh schon verunsichert sind. Verunsichert sind die Menschen auch durch Zuwanderung. Das hat die Willkommenskultur hat deutlich nachgelassen, weil immer mehr kommen. Aus der Ukraine, aber auch woanders, aus dem Nahen Osten. Können Sie verstehen, dass die Menschen da mittlerweile sagen, also so langsam wissen wir auch nicht mehr, das müssen wir irgendwie ändern, das müssen wir jetzt mal, müssen wir auch mal versuchen, das zu begrenzen? Also Sie sind ja sehr diplomatisch heute. Ich höre seit Monaten von Flüchtlingshelfern, Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, Landrätinnen, dass das Limit längst erreicht ist. Wir reden nur noch über Unterbringung. Kaum noch über Integration. Und all das, was da passiert mit den vielen Menschen, die zu uns kommen, müssen ja andere Menschen leisten. In den Kitas, in den Schulen, in den Sprachkursen. Und diese Menschen sind auch am Limit. Wir wollen auch in Zukunft Menschen helfen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen. Aber wir können den Armut dieser Welt nicht allein über das deutsche Asylrecht bekämpfen. Ich verstehe jeden, der lieber hier leben möchte, als in bitterer Armut irgendwo auf einem anderen Kontinent. Aber dafür ist das deutsche Asylrecht nicht gemacht. Müssen wir den Leuten vor Ort helfen. Wir können in Zukunft nur helfen, wenn wir uns nicht selber überfordern. Und deswegen müssen wir die Unterscheidung machen zwischen denen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen und denen, die dauerhaft kein Recht haben, hier zu bleiben. Der Islam gehört zu Deutschland, war mal eine Kernaussage. Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz hat gerade gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Muslime, die unsere Werte teilen, sehr wohl. Sehen Sie das auch so? Der Staat in Deutschland gewährleistet jedem die freie Ausübung seiner Religion. Aber keine Religion darf unsere Verfassung infrage stellen. Deswegen ist es richtig, jeder, ganz gleich welcher Religion, kann hier seine Religion ausüben, aber muss nach den Regeln der Verfassung hier leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das von jedem einfordern. Dazu gehört im Übrigen auch, dass wir das Existenzrecht des Staates Israels nicht infrage stellen, dass wir auch jüdische Religionsausübung hier akzeptieren, ob wir das als Christen, als Muslime, auch als Menschen jüdischen Glaubens tun, alles muss geschützt werden vom Staat und jeder, der das anders sieht, kann das gerne privat so und so sehen, hat aber Menschen anderen Glaubens nicht in die Quere zu kommen und nicht in ihrer Religionsausübung zu beschränken oder dafür sogar anzufeinden oder zu bekämpfen. Das gilt auch für Christen. Es gilt für jeden. Es gilt für jeden. Toleranz ist das Verfassungsgebot an der Stelle und der Schutz der Religionsausübung, aber die Religionsausübung darf nicht unsere verfassungsmäßigen Werte in Frage stellen. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. Herr Wüst, Sie essen tatsächlich. War lecker. Ja, war lecker, ne? Oder? Ja, war lecker. Ja, wir haben danke auch für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Sie essen überhaupt noch Fleisch? Das finde ich ja sehr angenehm, ich persönlich, aber es ist ja, auch nicht meine mehr. Meine Mutter war Fleischerin. Fleisch ist das leckerste Gemüse. So, Fleisch ist mein Gemüse, gibt es da sogar ein Buch. Aber das ist ja auch in Zeiten wie diesen, ist das ja auch nicht mehr normal, oder? Doch. Für Sie als Jäger sowieso, als Jäger aus dem Münsterland, kommen Sie überhaupt noch dazu zu jagen? Ehrlich gesagt, faktisch nicht. Also wenn ich mich von dem Fleisch ernähren müsste, was ich selber jage, dann würde ich verhungern. Aber man kann es ja zum Glück auch kaufen. Wann waren Sie das letzte Mal auf der Jagd? Oh, das ist so lange her, wie gesagt. Vermissen Sie das? Ich habe gelesen, Sie sind ein ambitionierter Jäger. Also bei Jägern sagt man, wenn überhaupt, dann passioniert.
Ja, ehrlich gesagt, so richtig passioniert wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist schon schön, in der Natur zu sein und dann mit Freunden mal ein langes Wochenende viel draußen. Ist schon schön. Aber es gibt auch wieder andere Lebensphasen, wo da wieder mehr Zeit für ist. Ich habe eine kleine Tochter und wenn ich mal ein Wochenende frei habe, dann verbringe ich es lieber mit ihr gerade. Sie sind ja auch sehr eingespannt als Ministerpräsident. Wir haben gerade gesehen, Sie haben den Haushalt in Arbeit für das kommende Jahr. 100 Milliarden will Nordrhein-Westfalen ausgeben. So viel, über 100 Milliarden, so viel wie noch nie. Wo kommt das ganze Geld eigentlich her? Ja, es sind Ihre Steuermittel. Es ist das Steuergeld der Menschen. Und wir geben natürlich auch viel Geld aus. Wir müssen Löhne und Gehälter bezahlen für Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben 4.000 neue Lehrerinnen, Lehrer, Sozialarbeiter, Schulpsychologen in diesem Jahr in die Schulen gebracht. Ganz, ganz wichtig, weil wir auch viel mehr Kinder da haben, als mal geplant waren. Es sind mehr Kinder geboren worden, es sind Kinder zu uns geflohen. Das kostet alles Geld. Polizistinnen und Polizisten, 3.000 neue Polizeianwärter jedes Jahr für die innere Sicherheit. Justiz, alles große Personalbestände. Und da müssen wir ein ordentlicher Arbeitgeber sein und die auch ordentlich bezahlen. Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, Sie haben es gerade gesagt, was die große Herausforderung, die erwarten. Aber wir haben auch viele Menschen. Wir haben über 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und obwohl wir so viele Menschen haben, sind davon eine ganze Menge einsam. Das haben Sie sich sehr auf die Fahnen geschrieben, das zu bekämpfen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ja, ich bin da in der Pandemie quasi mit der Nase drauf gestoßen worden, weil wir es ja da alle gesehen haben. Man hat selber gemerkt, Homeoffice, alles gut und schön und Videokonferenzen. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen und ganz, ganz viele Menschen ist das auch nicht gut bekommen. Übrigens auch vielen jungen Menschen. Wir haben das mal erforscht, weil darüber wusste man gar nichts. Es gibt eine Einsamkeitsforschung, das habe ich auch gelernt, aber die wusste wenig über junge Menschen und ist ziemlich erschütternd. Auch ziemlich viele junge Menschen, trotz aller Betriebsamkeit und Handy-Erreichbarkeit und allem, sind einsam. Aber nicht nur junge Menschen sind einsam, auch ganz viele alte Menschen in unserem Land sind sehr einsam. Und da können die jungen Menschen, die Henrik Wüst vielleicht gerade angesprochen hat, sogar sich engagieren. Und wo sie sich engagieren und wie sie das machen, das zeigt Ihnen jetzt meine Kollegin Saskia Gäbel. Hallo. Hallo. Wir sind von der Malteser Jugend Nettetal. Wir haben unser Rahmen unserer Weihnachtsaktion haben wir was gebastelt und wir wollten einfach an Leuten eine Freude machen. Du das war zu mir geben. Oder dann nicht, aber. Schön. Mhm. Ich bin allein, das bin ich. Ich gehe ran. Schöne Weihnachten. Danke. Schöne Weihnachten. Mit diesem Besuch hat Anneliese Reiners nicht gerechnet. Die 90-Jährige lebt hier in Nettetal alleine. Vor 11 Jahren stirbt ihr Mann, nach mehr als 40 Jahren Ehe. Seitdem fühlt sie sich zu Weihnachten oft einsam. Wir waren ja selbst eine große Familie früher, immer 8 bis 10 Mann. Da können Sie sich ja vorstellen. Und wenn man dann, ich komme nicht von hier, ich komme von Marburg aus der Ecke. Und durch meinen Mann bin ich nachher gekommen. Und dann ist das schon komisch nachher, wenn man dann alleine ist. Und so, wenn ich allein den ganzen Tag bin, macht mir das nichts aus. Ne? Aber wie das jetzt so auf mich zukommt. Eine Gruppe der Malteser-Jugend hat sie überrascht. Die Kinder verschenken Karten und kleine Kerzen. In diesem Haus leben Senioren betreut in ihren eigenen Wohnungen. Viele von ihnen sind alleine. Merry Christmas von der Malteser-Jugend. Sehr schön gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn man 89 schon ist, dann freut man sich schon darüber. Ja, ich finde das schön, dass wir nicht vergessen werden. Die Kinder klingeln an jeder Tür, wollen allen Bewohnern hier in der Weihnachtszeit eine Freude machen. Die Geschenke haben sie vorher gemeinsam gebastelt. Manche Menschen leben alleine oder die Familie ist ganz weit weg. Das ist schon irgendwie traurig, weil Weihnachten ja ein Familienfest auch ist. Ich wäre schon traurig, wenn ich niemanden hätte, der mit mir Weihnachten feiert. Vielleicht machen wir denen ja auch noch eine schöne Freude. Weil wir den älteren Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchten. Das bringt mir auch selbst Freude. Der Malteser Hilfsdienst ist einer der großen karitativen Dienstleister in Deutschland. Mehr als 6.000 Kinder machen auch mit. Zur Adventszeit hat sich die katholische Hilfsorganisation viele Aktionen ausgedacht, wie hier in Nettetal. Ich glaube, uns als Menschen würde das auch
ja ganz anders prägen, wenn wir viel mehr in diesen Kontakt kommen würden, wenn weniger für sich selbst gelebt wird, sondern mehr in der Gemeinschaft, dass einfach dieser Gedanke ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Das ist eigentlich genau das, was man in der Adventszeit zeigen sollte. Und es würde wahrscheinlich jedem von uns gut tun, sowas zu machen. Der Besuch der Kinder hat Anneliese Reiners ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die 90-Jährige feiert ihr Fest zwar alleine. Zumindest heute hat sie sich aber ein kleines bisschen weniger einsam gefühlt. Lieber Wüst, wir haben es gerade gesehen. Oft sind es ja die Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob jemand froh und glücklich ist. Warum ist es Ihnen so wichtig, den Kampf gegen die Einsamkeit voranzutreiben? Ja, wir sehen ja, dass viele Menschen vermisst werden. An vielen Stellen braucht man helfende Hände und gleichzeitig parallel dazu, dass der Gesellschaft die Menschen fehlen, fehlt den Menschen Gesellschaft. Manche werden krank, psychische Erkrankungen aufgrund von Einsamkeit, lassen sich in irgendwelche finsteren Gedanken im Internet reinziehen und werden radikalisiert. Alles nicht gut. Gesellschaft tut den Menschen einfach gut. Und auch die Nächstenliebe, die Geburt der Nächstenliebe war wahrscheinlich die Geburt Christi. Wir sehen hinter uns eine wunderbare handgeschnitzte Krippe. Der Mensch hilft gerne und der Mensch unterstützt auch gerne. Können Sie verstehen, dass es trotzdem Menschen gibt, die sagen, so langsam sind wir aber an den Grenzen angekommen. Wir können nicht als Deutschland immer mehr Geld ausgeben, immer mehr. Wir müssen jetzt auch mal wieder ein bisschen uns um eigene Leute kümmern. Ja, wir haben über das Thema Migration ja schon gesprochen. Natürlich wollen die Menschen helfen, aber wir können die Armut der Welt auch nicht allein mit dem deutschen Asylrecht bekämpfen, sondern wir müssen unterscheiden zwischen denen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen und denen, die alle guten Gründe für sich persönlich haben mögen, hier in Deutschland eine Perspektive zu suchen, aber die dauerhaft kein Recht haben, hier zu bleiben. Das ist so. Wir haben jetzt viel über große Herausforderungen gesprochen, aber die Weihnachtszeit ist natürlich auch immer eine Zeit der Hoffnung und der Zuversicht. Welche Hoffnung wollen Sie den Menschen in Nordrhein-Westfalen fürs kommende Jahr geben? Wenn wir uns erinnern, wie wir vor einem Jahr zu Weihnachten uns Sorgen gemacht haben, dass wir über den Winter kommen, dass die Wohnungen, die Häuser warm bleiben, ob die Gasversorgung reicht, dann können wir heute einen Haken hintermachen. Das hat funktioniert. Vor zwei Jahren hat die Pandemie uns noch große Sorgen gemacht, auch unsere Gesellschaft in Teilen gespalten. Auch das haben wir weitestgehend hinter uns gelassen. Das zeigt, wir können mit großen Herausforderungen umgehen. Wenn wir zusammenhalten, ja, und wenn wir bereit sind, auch zu arbeiten. Ohne Arbeit gelingt es nicht. Und wenn wir als Politik auch bereit sind, zu entscheiden, was ist jetzt, wenn das Geld auch mal knapper wird, besonders wichtig. Und das ist eine Situation, in der wir sind, aber auch nicht zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes. Wir wissen, wie wir gemeinsam da rauskommen und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, gute Erholung und viel Kraft für das neue Jahr. Ganz lieben Dank, Herr Wüst, für diese wunderbaren Worte und natürlich kein Weihnachtsmarktbesuch ohne den klassischen Glühwein. Eieiei. Sie kommen aus dem Münsterland, ich aus Ostwestfalen und da wurde immer gesagt, wer arbeiten kann, Sie haben die Arbeit gerade angesprochen, der kann auch trinken. Wir beide trinken jetzt nur ein kleines Schlückchen. So ist es. Auf unseren Weihnachtsmarktbesuch und wir wünschen Ihnen, das gesamte Team von RTL West wünscht Ihnen eine frohe Weihnacht. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann ganz normal aus dem Studio in Köln. Und damit sagen wir beide Tschüss aus Düsseldorf vom Weihnachtsmarkt. Wiedersehen. Driving home for Christmas, yeah.